Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, wir starten weiter mit zweite Dingerstufe. Let's go und Attacke. So, da wir ja jetzt beim Düngen sind, habe ich ein paar wichtige Informationen betreff die Woche vom 6.9. bis 12.9. Weil in dieser Woche ich ins Krankenhaus, da habe ich die OP, wo mein Nierenstein, der mir das Leben zurzeit ein bisschen, ich sag mal, unangenehm macht. Nicht schwer, aber unangenehm in manchen Situationen. Soll da entfernt werden. Lieber entweder holen sie im Ganzen oder piu piu alle tot zertrümmern mit Laser. Weil ich so gehört habe, ist die gängigste Methode. Das Ding mit dem Leder zertrümmern und dann versuchen so die Teilchen da rauszukriegen. Du, aber da das Problem an der Sache ist, ich bin bis zum 5. bin ich arbeiten. Und da ich heute habe ich, also die Woche habe ich noch Frühschicht, wo ich jetzt aufnehme, die Folge für den Montag schon für den 30. müsste das sein. Bin auch noch in der Woche vom 26., also bei mir ist halt der 26. Aufnahmezeitpunkt. Ihr seht ihr am 30. habe ich Frühschicht, kann ich nachmittags ein bisschen was machen. Am Wochenende geht es bei mir los mit Spätschicht. Und die Spätschicht habe ich leider bis zum 5.9. Und am 6. geht es ja für mich ins Krankenhaus zwecks der OP. Ich weiß nicht, was ich schaffe, an Videos vorzuproduzieren. Ich versuche mein Bestes, aber sag mal, wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich keine Videos, weil irgendwelcher hingerotzter Content. Hauptsache Videos im Kasten mache ich nicht. Dafür stehe ich nicht. Will ich auch nicht mit meinem Namen herhalten. Gibt manchmal solche Videos, wo ich Zeug hingerotzt habe. Hauptsache ich habe Content produziert. Habe ich aber im Nachhinein bereut, weil sind die Klicks, merkt man das. B kriegt man wunderschöne Kommentare darauf. Hier habe ich es zwar dann entfernt, weil sie dann teilweise in die Beleidigung gehen. Das muss ich mir dann auch nicht geben. Ich muss mich von, wem es nicht gefällt, dann muss ich es nicht angucken. Aber ich sag mal so, meine Gesundheit und so ist immer wichtiger und dass ich eine gewisse Qualität an Videos bringe. Gibt es manchmal mal Folgen, wo man es merkt, dass man schon Durchhänger habe, streiche ich sogar nicht ab, weil nicht jeder Tag ist gleich. Kennen wir alle. Es gibt Tage, da können wir mit Leichtigkeit auf 110%. Es gibt aber Tage, da kriegen wir auf Biegen und Brechen 70, 80% hin. Von unserer regulären Leistung, die wir sonst eigentlich bringen. Die Tage hat jeder, ist auch nicht schlimm. Solche Tage gibt es, kommt auch bei jedem vor, bei mir auch. Ich sag mal, ich bin wahrscheinlich zur Zeit ein bisschen, ich will nicht drauf rumhacken, ein bisschen mehr beknatscht da. Weil ich ja halt noch, wenn mein Hinkel ein bisschen blöde macht, da mit ein paar Schmerzen im Nierenbereich versehen werde. Den Tag habe ich heute. Leider, da will ich auch darauf hinweisen, dass ich, wenn ich am 6. bis 12. wahrscheinlich im Krankenhaus bin, dass es sein kann, dass da die Deus nicht kommen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe aufgehört oder irgendwas. Nee, ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Beim besten Willen, es war nicht mehr drinne. Es kann nur sein, dass ihr zum Beispiel am 28. kein Livestream kommt, weil ich sage, ich mache lieber Videos, damit ich ein bisschen was im Petto habe. Als so ein Livestream. Gut, mit dem Livestream kann ich ja 1,50 € vielleicht verdienen, weil ich mit den Videos nicht mache, weil ich die Reichweite noch nicht habe, die YouTube für Inge-Pinke vorsieht. Aber daran arbeiten wir ja. Und ich mache es ja nie wegen Pinke-Pinke, sondern weil es mir Spaß macht. Hier habe ich immer zu meinem Arbeitskollegen gesagt, es macht mir Spaß, wenn dabei vielleicht der eine oder
extra Euro abfällt, ist es schön, aber ich mach's nicht wegen Geld. Bin zu YouTube durch eine Streamerin gekommen und durch andere YouTuber, wo ich mir gesagt habe, ich krieg's zwar nicht so gut hin wie die am Anfang, hatte am Anfang orgetechnische Probleme, weil ich mich da erstmal reinfuchsen musste mit. Also, kann ich ja lange drücken, wenn ich das Falsche ausgewählt habe. Ah, ich hab's geahnt. Jetzt müsste es aber halt, jetzt geht's nicht, weil wir daneben stehen. Aber jetzt müsste es gehen, genau. So, hat mal wieder unsere geliebte Eimerbefüllung drin. Aber das kann jetzt daran liegen, ich hatte vorsorglich am Dienstag hatte ich die letzten Folgen aufgenommen, wo ich frei hatte. Habe ich das sogenannte Wochenende durchgeboxt. Da habe ich gesagt, zieh Samstag, Sonntag durch. Dass ich für den Fall der Fälle die Woche wenigstens safe habe, die für euch jetzt Vergangenheit ist. Weil ich eigentlich fest damit gerechnet habe, dass sie mich gleich am Mittwoch drinne behalten. War nicht der Fall. Es war nur ein vorstationäres Aufnahmegespräch, also das heißt, im Prinzip in dem Termin stand CT und Absprache, wie weiter verfahren wird. Also das hieß für mich, zur Patientenaufnahme tigern, was ich vorher wieder überlesen habe, weil glorreich wie ich bin, ich nur die Hälfte gelesen habe von dem Termin. Aber das ist ja so halt. Schlüsselkopf hoch 5. Und da habe ich die schönen Leute eigentlich in dem Termin, wo ich mich melden sollte, hingetigert und ne, zur Patientenaufnahme, wo ich mich eigentlich zuerst hätte melden müssen. Das sagten dann die gute Frau so 10 Minuten vor, wo ich eigentlich den Termin hatte. Ja, die 10 Minuten, die ich habe ich gebraucht, um zur Patientenaufnahme zu tigern. Weil das Krankenhaus ist nicht gerade klein, muss ich dazu sagen. Es hat eine gewisse Größe, ist nicht ganz so groß wie mein jetziger Arbeitsplatz. Was hast du an Arbeitsbreite? Hast du Garage? Moment, suchen. Der Suche, der findet. Wer? Achso, Inhaftsstadt-Plateau. Ach, war gerade vielleicht verwirrt, aber. Wo ist der HKL? HKL, Miststreuer, hier. Du hast 15 Meter, okay. So, dann machen wir das hier mal. Machen wir 1480, sage ich mal. Das machen wir mal weg. Machen wir den Zack. So. So, haben wir. So, Linienanzeigen an und zu. Nur ein bisschen schubseln. All dieweil, wir fahren mit GPS. So, aktiviert ist es und das sage ich jetzt einfach mal: Attacke, ich schmeiß sie mit dem Kompost. Unser Feld. Ich wollte gerade was anderes sagen, was sich besser reimt, aber das ist nicht ganz so optimopti. Meistens, ja, jugendfrei ist es, sagen wir schon, aber nicht unbedingt familienfreundlich, sagen wir es mal so. Ihr könnt ja selber probieren, was sich auf Attacke reimt und dann was man so schmeißen kann. Egal. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich war dann bei der Anmeldung. Das habe ich auch nochmal ein paar Minuten gesessen, war dann in dem Haus, wo ich eigentlich bei der Urologie, wo ich mich melden sollte, war ich dann eine Viertelstunde später, wie eigentlich mein Termin wäre. War kein Problem, ich war trotzdem noch der Zweite, weil vor mir war einer dran, der gerade zum Gespräch war, der den Zettel richtig gelesen hat. Muss ich dazu sagen, was ich nicht gemacht habe. Der war vorher bei der Anmeldung, der war gerade beim Gespräch drin. Dann bin ich zum Gespräch gekommen. Und da ging es los.
Blut abnehmen, Urinprobe. Und habe mittlerweile jetzt in dem Krankenhaus, habe ich jetzt 6 bis 8 Kanülen gelassen. Also die Röhrchen. Kanülen sind ja die Nadeln eigentlich, die reinkommen. 6 bis 8 solche Röhrchen habe ich jetzt dort mittlerweile gelassen. Wo die mir Blut abgezapft haben, zwecks Blutbild. Und hast du nicht gesehen. Weil ich denke mal, die werden ein großes Blutbild anfertigen und da brauchen die mehr von der, von dem Saft des Lebens. So, und dann hatte ich die wieder mal schön in den Becher da rein. Erst hatte ich gesagt, haben wir auch ein kleines Problem. Dann fragen mich so, auf Bestellung klappt das schon gar nicht. Zur Zeit muss ich Uni. Ah, sie kriegen das schon hin. Hat sie mich dann auf das WC geschickt und da hatte ich so Glück. Lars hat gesagt, ah, hier können wir, hier machen wir. Und da haben wir doch das Näpfchen relativ füllen können, so Drittel voll, sag ich mal. Mehr waren nicht drin. Was hat ja gereicht. Haben wir abgegeben, dann haben die mich zum CT geschickt. Dort musste ich ein bisschen warten, weil vor mir jemand dran war. Der da auch CT wegen irgendwas hatte. Aber irgendwie war er dort nicht als Termin eingetragen. Da gab es auch ein bisschen hin und her und Hick und Hack. Dann haben sie mit der Station noch rumtelefoniert. Dann haben sie in der Zwischenzeit mich dran genommen. Weil sie gesagt haben, die Station hat sie wahrscheinlich nicht gleich mal erreicht. Also der Person vor mir sagen, hier warten Sie mal dort im Wartebereich. Und da habe ich dann, bin ich dann dorthin getigert. Und da ging das los, CT. Da gab es so ein lustiges Ding, wo man seine Kronjuwelen versteckt. Weil ja, Computertomographie ist ja mit radioaktiver Bestrahlung und wenn die Kronjuwelen im Dunkeln leuchten, ist wahrscheinlich nicht so prickelnd. Kann ich mir gut vorstellen, dass da so ein Teil aus, wenn man das war bestimmt eine Gummi-Blei-Mischung, dass er in einem Gummi auch mit Blei drin war, dass es abschirmt. Weil ich sage mal so, bei egal ob es Röntgenstrahlen oder halt hier die Radioaktivität hier vom CT und was alles da so gibt, haben die Leute ja meistens dann so Bleischürzen, Bleiummantelung um. Aber ich muss sagen, so eine Röhre, geheuer ist mir das Ding nie. Weil das ist, sage ich mal, will nicht sagen, ich bin gestrichener Landwirt, ich habe nur mittlerweile in den letzten Jahren ein bisschen zugelegt. Also bei 1,75, was ich habe, oder 1,76, um die 90 Kilo. Also könnt ihr euch im groben Ganzen meine Körperform vorstellen. Das meiste ist halt Wohlstandsgewölbe. Der sogenannte Bauch. Ja, da ein bisschen angesetzt habe. Ein bisschen, sage ich mal, so Muskulatur dazu gekommen durch Arbeit und alles. Weil ja doch körperlich anstrengende Arbeit ist, was ich mache. Da haben wir ein bisschen Muskeln aufgebaut, aber vieles ist oh, einfach nur Wohlstandsspeck. Weil, ich sag mal so, ich bewege mich auf Arbeit. Zu Hause ist Bewegung fast null. Da ist so meine Bewegung, wenn ich zu Hause komme und mein Zeug abgestellt habe, erst was ich mache, PC an. Dann geht's, wenn ich Bewegung habe, dann ist PC Küche, wenn ich Hunger habe, oder PC Bad. Je nachdem, was ich da erledige. Große, kleine Geschäfte. Eine Wässerung. Wieder mal ein bisschen mich zu Menschen umstrukturieren, indem man mal den Rasierer schwingt. Also was liegt da? Das sind so meine ähnlichen Laufwege, die ich so zu Hause im Großen und Ganzen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zwischendurch kommt vielleicht mal von der Wohnung zum Supermarkt sind aber, sag mal, eine Tour, also hin und zurück, vielleicht 2, maximal 3 Kilometer, mehr ist es auch nicht. Und das ist ja auch nicht unbedingt bewegungsreich, nenne ich es mal. Also könnt ihr euch aussuchen, wie es da so bei mir körperlich aussieht.
Ich meine, ich habe keine Platzangst oder irgend sowas, dass ich daher. Aber da muss man halt so komisch da liegen, da hat man so einen Nackenteil und da muss man halt die Arme nach hinten überstrecken. Und da kommt dann durch das Nackenteil, da liegt der Kopf ja ein Stück höher, kommt man doch relativ nah an die Decke der Röhre. Also ich sag mal so, in der, sag mal, über 100 Kilo könnte da schon Probleme kriegen von der Körperfüllemasse. Weil, sagen wir so, die größte Röhre war es nicht. Sagen wir es mal so. War eine normale Standard. Ich denke mal, die wird so bis 100 Kilo zugelassen sein. Aber wir haben ja das Problem, dass die Menschen durch unsere mittlerweile Wohlstandsgesellschaft größer und schwerer werden. Und da muss ich halt die Industrie, die solche Geräte entwickelt, da oben umstellen. In meiner Stadt haben sie mittlerweile ein CT für Personen über 100 oder 120 Kilo. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das bei mir auf dem Arbeitsplatz steht oder dem Krankenhaus, wo ich dann die OP habe. Ich nenne mit Absicht keinen Namen, weil A, will ich meinen Arbeitgeber aus der ganzen Geschichte YouTube raushalten. B, geht es keinem was an und C ist meine Sache. Und ich weiß nie, ob unbedingt mein Arbeitgeber erwähnt werden will in einem Video. Muss ich ganz ehrlich sagen, und das Risiko, dass ich da irgendwie Ärger bekomme, gehen wir damit aus dem Weg, indem ich es gar nicht erst erwähne. Ich sage, dass ich arbeite in einem Krankenhaus, aber Krankenhäuser gibt es in meiner Stadt nicht nur eins. Darum lasse ich irgendwie die Stadt weg. Wenn Leute, die mich näher kennen, wissen, wo ich wohne, wissen, wo ich arbeite, wissen auch genau, was ich mache, wo ich, sage mal, jetzt meine Community im Großen und Ganzen da, ich sage mal, ein bisschen raushalte. Nennen wir es mal so. Ist eine böse gemeint von mir, das ist einfach, ich will mich damit in die Nesseln setzen bei meinem Arbeitgeber. Wenn mein Vorarbeiter weiß es, was ich mache, ob es mein Objektleiter, geschweige denn mein Betriebsleiter ist, keine Ahnung. Ich habe es näher an die große Glocke gehängt, ein paar Arbeitskollegen wissen es. Aber die möchte ich auch bitten, wenn sie unsere Kommentare schreiben, es nicht drunter zu schreiben, wo ich arbeite, weil das müsste ich dann entfernen. Weil das, sage ich mal, ich sage mal, es fällt unter Datenschutz für meine Begriffe. Sind es meine persönlichen Daten, wo ich überlege, was ich preisgebe? So, Deli. Oha, sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt, Menschenskinder. So, aber ich gucke mal, was ich jetzt schaffe an Videos noch. Ist, dass ich die Woche vom 6. bis 12. noch in die Kasten kriege. Aber halt, wie gesagt, versprechen kann ich nichts. Wenn was ausfällt, tut es mir leid, aber erzwingen kann ich es nicht und will ich ja nicht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und rennt dann nie weg, wo es mal, weil mal eh 2 Tage K-Video von mir kommt. Weil ich habe mir das mit dem scheiß Nierenstein, Entschuldigung den Ausdruck, aber nie unbedingt rausgesucht. Und das kleine Ding macht mir zurzeit echt das Leben nie einfacher. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Weil heute ist wieder so Tag. Das WC ist mein bester Freund. Wenn jetzt, wo ich zu Hause bin, geht's aber auf Arbeit. Ich habe Kilometer geschrubbt zwischen Arbeitsplatz und der Toilette vom Feinsten. Ist zwar eine Weite, sind vielleicht, je nachdem, wo ich mich im Raum aufhalte, sind das 10, 15 Meter, aber trotzdem. Ich war ja, sag mal, umziehen, war das erste Mal, Blase auswinden, laufe vor vom Umkleidekabine zum Arbeitsplatz, musste auf dem Arbeitsplatz schon wieder. 10 Minuten später musste ich schon wieder.
Also so, sagen wir, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Takt war ich halt WC-Besucher. Aber egal, wir sind am Ende dieser Folge. Werde ich mich von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.